seit Jahrzehnten gibt es keine politisch relevante Kraft mehr, die nicht für Umweltschutz wäre. Es mangelt nicht an Programmen, Beschlüssen, Festreden, mehr oder weniger guten Papieren zu dem Thema. Die Müllberge werden immer größer. Auf den Ozeanen schwimmen Plastikformationen in der Größe Belgiens mindestens. Die Braunkohleverstromung läuft auch hierzulande weiter. Die Autobahnen werden immer verstopfter, obwohl sie immer breiter werden. Ölpesten. Wie kann das sein? Wir sind doch alle für Umweltschutz und das schon seit Jahrzehnten. Es gibt Eltern und gar nicht so wenige, die können ihren Kindern kein Weihnachtsgeschenk kaufen. UNICEF beklagt deutsche Kinderarmut, keine tägliche warme Mahlzeit, kein Platz für Hausaufgaben, nur ein paar Schuhe. So sieht die Situation armer Kinder in Deutschland aus. Mehr als 1 Million Kinder in Deutschland in Armut. Altersarmut in Deutschland. Christa Färber hat 8 Kinder großgezogen. Heute lebt sie in Altersarmut. Gerecht findet sie das nicht. Wie ihr monatlicher Kampf gegen den Dispo aussieht, hat sie uns vorgerechnet. Die Armut wächst. Nach dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung lebten 2013 ganze 15% der Bevölkerung in Armut oder an der Armutsgrenze. Das sind rund 12 Millionen Menschen, darunter allein 2,5 Millionen Kinder. Im Jahr 2002 waren es nur 12,7%. Wie kann das sein? Alle sind doch für soziale Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit ist keine neue Idee. Es mangelt doch nicht an Beschlüssen, Initiativen dazu. Burnout, wenn Arbeit krank macht, krank durch Arbeit, Mehrheit der Deutschen klagt über Stress im Job, herzkrank durch Überstunden, krank durch zu viel Arbeit, Deutsche machen immer mehr unbezahlte Überstunden, Frust bei der Arbeit, jeder Zweite ist unzufrieden mit seinem Job, null Bock auf den Job, die Zahlen sind erschreckend, fast 87% der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Job, Hassfigur Nummer 1, der eigene Chef. Ältere Arbeitnehmer, die wollen möglichst schnell raus, junge Ungebildete wollen auch früh in Rente, Altersteilzeit beliebt, aber nicht zukunftsgerecht. Raus aus der Mühle, ein Standardsatz vieler, insbesondere älterer Arbeitnehmer. Aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig Neues probieren. Ja, viele träumen davon, knapp 40%, genau gesagt. Das ist eine Umfrage. In welchem Alter würden Sie gerne in Rente gehen? Es sind genau 2%, die länger als 65 gerne arbeiten wollen. Und was ist die Antwort? Rente mit 67, es ist kein Geheimnis, es wird schon offen über die Rente mit 70, die Rente mit 75 geredet. Und wer heute unter 30 ist, der ahnt doch zumindest, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann werde ich mit 80 keine Rente kriegen, von der ich leben kann. Wie kann das sein? Seit 2008 herrscht eine weltweite Wirtschaftskrise und sie nimmt kein Ende. Lehman Brothers, ein renommiertes Bankhaus, bricht zusammen und buchstäblich die ganze Welt wackelt. Bush hier noch zu sehen auf der ersten weltweiten Antikrisenkonferenz, zieht auf einmal 400 Milliarden Dollar aus der Tasche, um die Banken zu stabilisieren. Alle fragen sich, wo haben die das Geld her? Die Chinesen, die EU, zieht schnell nach. Natürlich wurde das Geld gedruckt, beziehungsweise heutzutage am Computer generiert. Aktionsplan gegen die Finanzkrise 2008. Die nächste Konferenz, Asien-Europa-Gipfel, gemeinsam gegen die Finanzkrise. Gipfel in Toronto, nicht noch eine Wirtschaftskrise wie diese. Krisenmanagement in Permanenz, wo steht das Projekt Europa? Gipfel in Davos beendet, nach der Krise ist vor der Krise. Euro-Finanzkrise prägt den EU-Lateinamerika-Gipfel in Chile. Wie kann das sein? Alle sind doch gegen die Krise. Eine Konferenz jagt die andere. Warum hört sie nicht auf? Und über Griechenland will ich jetzt kein Wort verlieren. Da kriegen wir stündlich Neues mit. Nur darüber. Und Sie werden merken, ich zitiere oft gerne die Welt. Und zwar aus einem Grunde, weil die Welt nun absolut unverdächtigt ist, ein antikapitalistisches Kampfblatt zu sein.
unterschreibt nun der Ressortleiter für Wirtschaft, Finanzen und Immobilien das letzte große Hurra der hochmütigen Deutschen. Wohlstand, die historische Zäsur für die junge Generation. Die Generation, die heute in der Mitte ihres Berufslebens steht, hat merklich wachsenden Massenwohlstand noch selbst miterleben dürfen. Aber sie wird auch eine neue Ära erleben. Eine Ära, in der der Wohlstand in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit dauerhaft stagnieren wird, im besten Fall. Rosige Aussichten? Wie kann das sein? Alle sind doch gegen die Krise. Ja, und nach Antworten wird gesucht und eine dieser Antworten, die versucht werden zu geben, die nennt sich dann Nachhaltigkeit. Nun ist das ja auch ein bisschen schon ein alter Hut. Das ist ja nicht neu, der Nachhaltigkeitsdiskurs. Angefangen, wirksam zu werden, in breiteren Kreisen hat dieser Diskurs 1987. Die ehemalige norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland legt bei der UN den Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung vor. Also schon fast 30 Jahre Nachhaltigkeitsdiskurs. 1992 UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, 1997 Konferenz Rio plus 5 in New York, 2002 Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg, 2012 Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung, Rio de Janeiro. Und was lesen wir in Wikipedia? In der Abschlusserklärung sind keine verbindlichen Abmachungen für die Umsetzung der erklärten Ziele enthalten, sodass Nichtregierungsorganisationen und Vertreter der Zivilgesellschaft die Verhandlungen für gescheitert erklären. Nach fast 30 Jahren Nachhaltigkeitsdiskurs. Was ist Nachhaltigkeit? Nun gibt es da natürlich verschiedene Definitionen. Ich glaube, die, auf die man sich im Wesentlichen einigen kann, jedenfalls die meisten einigen können, ist ungefähr die, die der Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung vorgelegt hat. Ja, wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes, ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen. Klingt ganz gut, aber ist es das wirklich? Die da, die lebten in einem solchen intakten Gefüge. Die Steinzeitgesellschaft entspricht voll und ganz diesen Anforderungen. Aber wollen wir so leben? In permanenter Angst vor Naturgewalten, Geistern und dem alleinherrschenden Patriarchen zu leben, ist auch ein intaktes, ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge. Also man sollte nicht gleich die Ansprüche ans Leben herunterschrauben. Also her mit dem schönen Leben, gutes Leben für alle, das ist doch der mindeste Anspruch, den man ans Leben haben sollte. Und wenn ich sage alle, dann meine ich tatsächlich alle 7 Milliarden Menschen. Natürlich in einem intakten ökologischen, sozialen und ökonomischen Gefüge, aber auch frei von Unterdrückung, Armut, Unwissenheit und anderer Gewalt. Das ist das Mindeste von Anspruch, was man formulieren muss. Und wenn man davon Abstriche macht, dann ist man von vornherein schon in der Defensive und gibt sich mit vielem zufrieden, was angeblich so sein müsse. Es muss aber nicht so sein. Und es gibt auch verschiedene Modelle von Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt hier mal dieses mir angeschaut, das am wirksamsten, am verbreitetsten ist, am meisten akzeptiert ist, das sogenannte Drei-Säulen-Modell. Und das ist jetzt ein Zitat aus dem Lexikon der Nachhaltigkeit der Aachener Stiftung Kati Beiß. Und dieses Drei-Säulen-Modell geht von einer Win-Win-Win-Situation aus. Das heißt, Unternehmen, Umwelt und Gesellschaft müssen von nachhaltigen Wirtschaften gleichermaßen profitieren. Weil nur das, dass Unternehmen auch profitieren, ist ja der entscheidende Antrieb für Vorstände, Führungskräfte und Mitarbeiter, sich ernsthaft überhaupt mit Nachhaltigkeitskonzepten zu befassen und sie voranzutreiben. Nun mag in Einzelfällen eine solche Win-Win-Win-Situation durchaus möglich sein. Aber dass sie weltweit in dieser Wirtschaft möglich sein soll, dagegen spricht allein schon die Erfahrung, dass es seit 30, 40 Jahren Konferenzen dazu keine wirkliche nennenswerte Veränderung gibt. Win-Win-Win-Situationen mögen im Einzelfall möglich sein, aber offenbar sind sie global
in dieser Wirtschaft nicht möglich. Und da müssen wir darüber reden ein bisschen, was denn diese Wirtschaft eigentlich ist. Was ist Kapitalismus? Und ich empfehle, nicht vom Kapitalismus zu reden, weil das zeigt sich so schnell dahin und jeder ist irgendwie gegen Kapitalismus, sondern ich empfehle, vom Kapitalismus zu reden, weil damit wird schon deutlich, dass wenn man über dieses Ding redet, man etwas von dem Ding verstanden haben sollte, was diesem Ismus den Namen gibt, nämlich das Kapital. Vielleicht hat jemand von Ihnen in Baden-Württemberg Abitur gemacht. Das ist jetzt ein Lehrbuch Gemeinschaftskunde in der Oberstufe in Baden-Württemberg. Das gibt es in der einen oder anderen Form auch natürlich in anderen Bundesländern. Und da wird so einfach so ein Begriff eingeführt, der es in sich hat. Und das ist der Begriff des Humankapitals. Ein außerordentlich aufschlussreicher Begriff. Ja, und dann, es gibt so einen Humankapitalindikator, lernt man dann mit 25 Kennziffern. Da geht es dann darum, welche Bildung die Menschen haben, welche Ausbildung, Anteil der Hochschulabsolventen, wie hoch die Beschäftigungsquote ist und so weiter und so weiter. Und nach diesem Indikator kann man dann so die Länder und die Standorte aufteilen und hierarchisieren. Und dann kommt das raus, dass Japan dann den besten Humankapitalfaktor hat und so weiter und so weiter. Und Italien relativ schlecht aussieht. Was dieses Schulbuch seinen Schülern nicht verrät, ist, dass dieses Wort Humankapital schon mal zum Unwort des Jahres erklärt wurde, 2004. Und, da gibt es ja so Linguisten, die kommen seit vielen Jahren immer wieder gut in die Medien mit ihrer Kür des Unworts des Jahres. Und die haben damals, 2004, eben das auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt haben, ja, Humankapital degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten Größen. Und genau darum geht es. Und das hat einen Aufschrei zur Folge gehabt, insbesondere unter Volkswirtschaftlern. Ein Herr Zimmermann, führend in seiner Branche vom Lehrstuhl für wirtschaftliche Staatswissenschaft an der Uni Bonn und im DIW Berlin, hat es dann auf die Spitze getrieben, indem er sagt, diese Linguisten, die Humankapital zum Unwort des Jahres erklären, sind mentale Luftverschmutzer und geistige Totengräber unserer Gesellschaft. Dabei ist das Wort Humankapital völlig korrekt, bildet völlig korrekt Zustände ab, denn in dieser Gesellschaft wird alles zum Kapital. Industrie ist Industriekapital, Betriebe sind Betriebskapital, Tiere sind landwirtschaftliches Kapital, na und Menschen sind halt Humankapital. Und wenn sich dieses Humankapital einigermaßen verwertet, dann ist es eine Human Resource. Es muss aber aufpassen, dass es nicht ganz schnell zur personellen Rationalisierungsreserve wird. Das heißt nämlich, auf der Abschussliste steht derer, die demnächst entlassen werden, weil sie überflüssig sind. Und wenn sich das Humankapital dann gar nicht mehr verwertet, dann gehört man zur Rentnerschwemme. Wie erklärt man so eine Wirtschaft? Jeder VWL-Student hört in der ersten Vorlesung diesen Satz. Ja, warum wirtschaften wir überhaupt? Naja, wir wirtschaften halt, weil die Güter knapp sind. Und dann kommt die Story, die berühmte Story mit dem Glas Wasser in der Wüste. Der einsame Wanderer in der Wüste, der verdurstet und der bereit ist, Unsummen zu bezahlen für dieses. Und so funktioniert die Wirtschaft, weil Güter knapp sind, deswegen wirtschaften wir. Nun, ich habe diese Grafik einer Werbeanzeige entnommen und die hat zwei Teile und den zweiten Teil stelle ich hier nochmal etwas größer dar und die ist eigentlich sehr verräterisch. Die Frage ist nicht, was wir verkaufen, sondern wem. Erinnern Sie sich an das Glas Wasser in der Wüste? Dürstende Wanderer, die ein Vermögen für nur einen Schluck klaren, kalten Wassers zahlen würden? Was immer sie auch verkaufen, wir finden die durstigen Kunden. Das wird uns noch öfter begegnen. Hier ist einiges vorausgesetzt, das einfach als gegeben akzeptiert wird, ohne es zu hinterfragen. Privateigentum ist hier vorausgesetzt, Markt ist vorausgesetzt, Waren sind vorausgesetzt. Und genau das ist die Frage, ist das wirklich voraussetzungslos? Ist das Natur? Oder ist das was ganz anderes? Kann man mit einem solchen Ansatz die Funktionsweise dieser Wirtschaft überhaupt erklären.
Und das Erste, was weder das Alltagsbewusstsein noch die Volkswirtschaft wirklich versteht, ist, wir produzieren keine Güter, sondern wir produzieren Waren. Und das ist ein ganz grundlegender Unterschied. Deswegen ist eigentlich auch treffender, ist vom Kapitalismus als von der Waren produzierenden Gesellschaft zu reden. Wir sind gezwungen, unser ganzes Leben lang Waren zu verkaufen und zu kaufen. Davon hängt unser Leben ab. Wir werden selbst zu Waren. Wir müssen uns verkaufen. Und ob wir unsere Waren verkaufen können, entscheidet wer? Der Markt. Der Markt entscheidet, ob wir uns verkaufen können und ob wir gekauft werden. Dessen unsichtbare Hand regiert das Leben der Menschen. Um es zu verdeutlichen, was passiert, wenn meine wahre Arbeitskraft keinen Abnehmer auf dem Markt mehr findet, weil zum Beispiel ein Computer sie besser und billiger macht. Massenhaftes Phänomen. Was passiert dann? Naja, dann bin ich nicht mehr relevant, dann bin ich überflüssig. Also nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig, aber in der Logik dieses Systems bin ich überflüssig. Das heißt, ich habe keinen Wert mehr. Und warum habe ich keinen Wert mehr? Naja, weil ich auch eine Ware bin, zwar eine, die für den Markt uninteressant geworden ist, und in dieser warenproduzierenden Gesellschaft herrscht der Wert. Was ist dieser Wert, der unser Leben regiert? Die Alltagssprache verwischt oft wichtige Dinge, statt dass sie Klarheit schafft. Und deswegen ist Kritik auch so, kritische Analyse auch so wichtig. Bei diesem Wertbegriff geht es nicht um das Alltagsverständnis von ich schätze etwas wert oder dies und jene Erinnerung, dies und jenes Foto ist mir ganz besonders viel wert. Sondern bei diesem Wert, der unser Leben regiert, geht es um den Wert als Grundlage des Äquivalententaus. Was gibst du mir, was gebe ich dir? Wie kann man das untereinander verrechnen? Und dieser Wert macht nur dort Sinn, wo Waren produziert werden, statt Güter. Wo Waren produziert werden und keine Güter. Dieser Wert regiert unser Leben und er hat eine ganz praktikable, handhabbare Erscheinungsform. Jeder von Ihnen geht jeden Tag mehrmals damit um und das ist das Geld. Das Geld ist die handhabbare Erscheinungsform des Werts, der unser Leben regiert. Und der Motor dieser kapitalistischen Gesellschaft lässt sich ganz gut in dieser Formel zusammenbringen. G steht für Geld, W steht für Ware und G' heißt dann für mehr Geld. Es muss aus Geld mehr Geld werden und die Ware wird sozusagen dazwischen geschoben. Die Ware ist notwendig, aber sie ist nicht der wirkliche Zweck des Ganzen. Sonst wäre es nämlich ein Gut, sonst würden wir von Güter reden, sondern die Ware wird allein in diesen Prozess hineingeschoben, damit aus G am Ende G' wird. Und dieser Wert muss sich permanent weiter verwerten. Und deswegen muss aus G' G2' werden im nächsten Zyklus und aus G2' muss G3' werden und so weiter und so weiter. Das ist der Motor des Kapitalismus und das ist jetzt eine andere Erklärungsform als die, die die Volkswirtschaftslehre anbietet. Und wir müssen dann sehen, welche dieser Angebote ist besser in der Lage, die Krise zu erklären. Man spricht auch von der Wertverwertung als der Grundlage des Kapitals. Und die Logik dieses Kapitalismus heißt grenzenloses Wachstum. Es kann nicht aufhören zu wachsen, sonst herrscht Krise. Realisierung von Maximalprofit. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Kapital nach Profit streben würde. Nein, Kapital strebt nach Maximalprofit und das ist was sehr viel anderes. Weil nur derjenige, also im Durchschnitt, im gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt, kann nur dasjenige Einzelkapital, das den maximalen Profit rausholt, in der nächsten Runde der Ellenbogenkonkurrenz jener gegen jeden bestehen, weil nur das Kapital in der Lage ist, möglichst viel in Rationalisierung zu investieren. Und der Schnellste gewinnt, die Langsameren gehen unter. Und diese Logik des Kapitalismus durchzieht die ganze Gesellschaft, in der wir leben. Am Fetisch Wachstum wird das besonders deutlich. Was passiert, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst? Alle jammern. Und wirklich alle. Und zwar nicht, weil sie irgendwie blöd wären, sondern weil sie klug sind und weil sie genau sehen, was ihre Interessen sind. Der Bundesverband der deutschen Industrie jammert, weil die Profite ins Wackeln kommen. Die IG Metall jammert, weil Arbeitsplätze gefährdet sind. Und die Politik, vollkommen wurscht, welche Partei, vollkommen wurscht, jammert,
wegen ausbleibender Steuern. Da wird schon deutlich, wenn Kapital nicht wächst, dann herrscht gesellschaftliche Krise. Und zwar wirklich in der ganzen Gesellschaft. Man merkt schon hieran, dass Kapital nicht irgendetwas da oben ist und hier sind wir, sondern Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir selbst sind. Wir sind mit dem Kapital in der Krise. Dass das mit dem Wachstum ein Problem ist, das hat sich ja nun ein bisschen auch umgesprochen und es gibt verschiedene Überlegungen, Ansätze, was kann man dagegen tun. Einer so unter dem Stichwort Degrowth. Der Kerngedanke ist immer der, dass wir unser Wachstumsdenken überwinden sollten und einfach anders anfangen sollten zu denken. Das ist keine Lösung, weil dieses Denken, dieses Wachstumsdenken vollkommen rational ist, systemimmanent. Es geht überhaupt nicht anders, systemimmanent. Überwunden werden muss das Kapital, denn dieser Wachstumszwang, dieser objektive Wachstumszwang ist ihm inhärent. Na, andere sagen, ja, da machen wir ein grünes Wachstum. Da machen wir ein grünes Wachstum, ja, alles gut. Entweder Wachstumszwang oder ökologische Produktionsweise, zumindest meine These. Ich will das mal ein bisschen am Öko-Auto festmachen. Nun, ich bin kein Experte. Es behaupten ja welche, man könnte tatsächlich ein Öko-Auto bauen. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, wenn ich so an die Giftseen denke, die so in China hinterlassen werden auf der Suche nach seltenen Erden. Aber ich bin nicht Fachmann genug, ich kann da nicht wirklich mitreden. Mag sein, dass ein Öko-Auto zu bauen ist. Nur, eine ökologische Weltgesellschaft ist mit dem Öko-Auto nur unter einer Bedingung zu erreichen, nämlich beim massiven Rückbau der Automobilindustrie. Weil ein ständiges Wachstum der Öko-Autoproduktion, ja, dann haben wir irgendwann 8-spurige, 10-spurige, 12-spurige Autobahnen voller Öko-Autos. Ist das ökologisch? Das ist mal eine Kurve zur weltweiten Entwicklung der Automobilproduktion seit 2000. Man sieht, es geht aufwärts und auf einmal wird es Öko. Auf einmal wird es Öko. Es geht runter, 2008, 2009, dann geht es wieder hoch. Was war da? Da war Krise. Da hat die Krise in der Realwirtschaft insbesondere auf die Automobilindustrie durchgeschlagen. Das heißt, wenn Krise, dann Öko und wenn Wachstum, dann nicht Öko. Ja, und das hat ein Manager von BMW schon vor vielen Jahren genau auf den Punkt gebracht, ja, mit diesem Satz. Wir wissen ganz genau, dass es viel zu viele Autos gibt, aber unser Problem ist es, dass es zu wenig BMWs gibt. Und das ist genau richtig, genau so ist es. Und der Witz ist, dass das nicht nur der BMW oder VW oder Daimler-Manager sagt, sondern natürlich auch der Betriebsrat und der Arbeiter. Und man kann tausendmal wissen und verstanden haben, dass es viel zu viele Autos gibt. Wenn aber das eigene Leben, die eigene Existenz und die Existenz der Familie davon abhängt, dass möglichst viele Dinger von diesen Dingern produziert und verkauft werden, dann hat man ein Problem damit. Und trotzdem ist ja Öko schick und der Öko-Aufkleber macht sich auch gut und man kann ja damit vielleicht auch die Umsatzzahlen ganz gut steigern. Und nun lese ich eine Einschätzung vor zu diesem Phänomen. Starte möglichst viele Projekte, die dein Unternehmen verantwortungsbewusst gegenüber Umwelt, Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft dastehen lassen. Rede möglichst laut über diese Aktivitäten. Sorge dafür, dass dein Unternehmen in den entsprechenden Rankings gut dasteht. Treibe mit dem Image der Nachhaltigkeit deinen Aktienkurs nach oben. Aber lasse auf keinen Fall zu, dass der ganze Öko- und Sozialklimbim deine Profitabilität beeinträchtigt. So. Wer schreibt das? Irgendwelche bösen linksradikalen Kapitalismusgegner? Nein, das schreibt das Manager-Magazin. Ja? Das berufene Munde, dem man keinen Antikapitalismus eigentlich unterstellen sollte. Und sie geben dem Ding auch gleich einen Namen und nennen es Greenwashing. Greenwashing. So, vom Auto zu einem anderen Gerät. Wollen wir uns mit diesem Gerät mal ein bisschen befassen. Das ist ein... Sie wissen es schon, genau, es ist ein Schnellkochtopf. Jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Sie haben sich einen Schnellkochtopf gekauft
Und super, und jetzt machen sie sich ein ganz tolles, leckeres Gericht. Das schmeckt wunderbar und die Vitamine sind noch besser erhalten als mit dem herkömmlichen Topf. Und vor allem, sie machen das in 5 Minuten statt in 20 Minuten. Was machen sie mit den gewonnenen 20 Minuten? Mit der Freundin telefonieren, mit dem Kind spielen, auf dem Balkon sitzen. Na, irgendwas fangen sie an mit der gewonnenen Lebenszeit und Freizeit. Ganz anders unsere Wirtschaft. Die sagt, Moment mal, jetzt machst du aber 1, 2, 3, 4 Gerichte. Ja, warum 4-mal machen? Kann ich doch gar nicht brauchen. Nee. In 20 Minuten kannst du das jetzt 4-mal machen. Und da musst du halt Käufer suchen. Warum Käufer suchen? Weil der Markt entscheidet. Voneinander isolierte Warenproduzenten, Wareneigentümer produzieren eben nicht für ihre Bedürfnisse, sondern für die anonyme Macht des Marktes. Und die wirklich Herrschenden im Kapitalismus sind die Märkte. Verkaufen ist das A und O. Was immer sie auch verkaufen, wir finden die durstigen Kunden. Und zwar mehr verkaufen als die anderen, profitabler verkaufen als die anderen, sonst gehe ich unter in der Konkurrenz. Ja, und deswegen wird das zum Massenphänomen, geplanter Verschleiß. Weiche Gummisohlen, nicht austauschbare Akkus, billiges Plastik. Zahlreiche Geräte sind so gebaut, dass sie just dann kaputt gehen, wenn die Garantie abläuft. Und wie alles hat auch das einen wohlklingenden wissenschaftlichen Namen. Dieses Phänomen nennt man geplante Obsoleszenz. Kaufen für die Müllhalde nennt das jemand. Glühbirnen, Nylonstrümpfe, Drucker, Mobiltelefone. Bei den meisten dieser Produkte ist das Abnutzungsdatum bereits geplant. Und so weiter. Die Verbraucher sollen veranlasst werden, lieber einen neuen Artikel zu kaufen. Dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission sollte man unterstellen, dass er was von Arzneimitteln versteht. Der sagt, 80% der neu eingeführten Medikamente haben keinen Nutzen und sind eigentlich überflüssig. Aber verkauft werden müssen sie. Und damit sie verkauft werden, muss man Werbung machen. Werbung. Arbeiten Leute Tag und Nacht in der Werbung. Das ist jetzt nur willkürlich herausgegriffen, die Steigerungszahlen der Werbeumsätze von Google. Man könnte viel anderes nehmen. Und damit dieser Schrott möglichst schnell kaputt geht und damit er möglichst viel verkauft wird und damit die Leute das auch wieder kaufen, müssen wiederum Leute in der Werbung arbeiten und dafür Burnout und dafür zerstörte Lebensentwürfe und dafür Gesundheitsschäden und dafür Rente mit 67 und Rente mit 70. Weil, ich erinnere, wenn weniger verkauft wird, dann ist Krise. Dieser Kapitalismus muss bei Strafe seines Untergangs fortwährend Knappheit produzieren. Nichts schlimmer als die Vorstellung, als auf einmal die Bedürfnisse seien befriedigt. Nur wenn Waren knapp sind, kann verkauft werden, kann das System aus Kaufen und Verkaufen überhaupt funktionieren. Das heißt, wenn wir uns mal den Ausgangslehrsatz der VWL anschauen, weil Güter knapp sind, wirtschaften wir, so wird halt gerade umgekehrt ein Schuh draus. Weil wir so wirtschaften, deswegen sind die Güter knapp. Und dieser Kapitalismus ist ein Kartenhaus. 2008, Lehman Brothers bricht zusammen, die Staaten können das Bankensystem nur noch vor dem Bankrott retten durch enorme Aufblähung der Staatsverschuldung. War vollkommen klar, was auf Dauer damit passieren wird. Immer mehr Staaten stehen vor dem Bankrott. Wir kennen alle die Nachrichten. Kleine Staaten, vielleicht sind sie noch zu retten. Ob Griechenland gerettet werden kann, mal sehen. Aber wer rettet eigentlich die Großen? Wer kann noch USA, China, Japan, Deutschland eines Tages retten? Die Banken konnten noch gerettet werden, kleine Staaten vielleicht, aber die großen Staaten? Dann ist Ende Fahnenstange. Und um mal zu verdeutlichen, die Falle, in der wir sitzen, und zwar wir alle in diesem Kapital. Was machen Sparprogramme? Naja, sie drosseln die Konjunktur, das weiß man. Wie leiert man die Konjunktur wieder an? Weil das führt ja in die Krise auf Dauer. Also muss man sie wieder anleihen. Wie leiert man die Konjunktur wieder an? Mit Konjunkturprogrammen, staatliche Ausgabeprogramme.
Wozu führen Konjunkturprogramme? Dazu Staatsverschuldung. Was macht Staatsverschuldung? Sie untergräbt das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Staates. Wie wirkt man dieser Gefahr entgegen? Na, mit Sparprogrammen. Und was machen Sparprogramme? Und dasselbe Spielchen hätte man mit Konjunkturprogrammen anfangen können. Und das ist die Falle. Die Falle, in der wir alle sitzen. Und hier haben Sie im Prinzip den ganzen Dialog zwischen Merkel und Tsipras. Den ganzen Dialog. Im Prinzip. Ja, wir sitzen tatsächlich alle in einem Boot. Es geht uns hier wie Donald Duck. Auch die vermeintlichen Steuermänner und Steuerfrauen können dieses Boot gar nicht mehr bewegen. Das ist das Boot, in dem wir alle sitzen. Ein verrücktes Schiff. Ich kann drehen, so viel ich will, nichts passiert. Und was nennt man Systemkrise? Ja, was tun? Noch ein paar Vorschläge. Erstens verstehen, was Kapitalismus ist. Ich habe dazu schon einiges gesagt. Ich habe mir auch mal das Konzeptpapier hier vom Nachhaltigkeitsbüro in der HU angesehen. Ganz wichtig ist, dass man die richtigen Fragen stellt, weil ohne richtige Frage zu stellen, gibt es keine richtigen Antworten. Und er ist ja auch ganz richtig, denke ich, formuliert, dass es um einen umfassenden Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft gehen muss. Und es ist auch genau der richtige Anspruch an die Universität formuliert, nämlich, dass Universitäten ihre Rolle als Vordenker und Vorreiter annehmen und ausfüllen sollen. Nur Universitäten, an denen mit einem offensichtlichen Humbug die Funktionsweise dieser Wirtschaft erklärt wird, die nehmen ihre Rolle als Vordenker und Vorreiter eben nicht wahr. Ich habe mit großem Interesse, auch wieder in der Welt, einen Text gelesen von zwei VWL-Studentinnen, die total unzufrieden sind mit dem, was sie lernen bzw. nicht lernen. Und das liest sich dann so. Eine Wirtschaftskrise jagt die nächste. Erst brechen Banken zusammen, dann ganze Länder unter der Last ihrer Schulden. Doch in unseren Hörsälen ist das alles nur ganz am Rande ein Thema. Ganz so, als sei zu viel Kontakt mit konkreter Realität eine Gefahr. Unser Studienfach ist die Wissenschaft, die die Wirtschaft und ihre Funktionsweise ergründen will. Der Finanzsektor kam in vielen Modellen gar nicht mehr vor. Entsprechend sprachlos reagierte die Profession, als 2008 von eben jenem Finanzsektor die schwerste Krise der Weltwirtschaft seit der großen Depression ausging. Die Krise war auch eine intellektuelle Pleite, eine Pleite der VWL. Man sollte meinen, es wären Konsequenzen gezogen worden in den 6 Jahren, seit dem spektakulären Kollaps der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers. Mitnichten. Und das geht nicht nur diesen Studentinnen so, das geht auch Frau Merkel so, die zu den führenden Volkswirtschaftlern sagt, ja, meine Herren, jetzt erklären Sie uns doch mal bitte die Krise. Sie können uns ja überhaupt nicht erklären, wie es zu dieser Krise kommt. Was ist eigentlich los? Ein großes Mathematiklehrbuch, auf dessen erster Seite steht, dass 2 plus 2 5 ist, kann halt die Welt nicht erklären. Und deswegen machen die es hier richtig. Das ist eine Meldung, die ist jetzt 1,5 Jahre her. Und das sind tatsächlich Leute, Studenten von der Humboldt-Uni. Die waren VWL-Studenten, die waren so unzufrieden mit dem, was sie geboten oder nicht geboten gekriegt haben, dass sie die Uni selbst organisiert haben. Die haben gesagt, so, wir befassen uns jetzt mit Texten, Theorien, Analysen, die nicht offiziell in der Uni gelesen und gelehrt werden. Ich weiß, das ist jetzt eine Meldung vom Januar 14. Ich weiß nicht, ob es das Projekt noch gibt. Wäre schön, aber im Prinzip genau richtig. Wenn die Uni nicht das bringt, was sie bringen sollte, dann muss man Uni selbst machen. Universitäten, in denen kritische Gesellschaftstheorie ein Schattendasein führt, werden jedenfalls dem Anspruch, Vordenker und Vorreiter in der Gesellschaft zu sein, nicht gerecht. Und ein allererster Schritt dahin wäre, dass Professoren endlich mal aufhören können müssen, einen Großteil ihrer Arbeitszeit damit zu verschleudern, dass sie Drittmittel organisieren müssen. Das heißt, bei der Industrie und bei der Politik betteln gehen. Oliver Geden, ein Experte für Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, sagt kürzlich im Spiegel, der Spiegel fragt, ja, sie behaupten sogar, Klimaforscher, die der Regierung nach dem Mund reden, erhielten mehr Drittmittel. Er antwortet diplomatisch, lassen Sie es mich andersherum formulieren. All diejenigen Forscher, die bei diesem Spiel nicht mitmachen, sehen sich der Gefahr ausgesetzt, weniger Forschungsgelder und Gremienberufungen zu erhalten. Tendenziell
sind diejenigen besser dran, die den Wünschen der Politik mit Studien und Modellen nachkommen. Und das soll jetzt also Vordenker und Vorreiter sein? Die allererste Aufgabe einer nachhaltigen Universität wäre, eine fundierte Kapitalismuskritik zu betreiben und zu verbreiten. Zweitens, verstehen, was Kapitalismus nicht ist. Und das ist mindestens genauso wichtig als das Erste. Kapitalismus beruht nämlich nicht auf Betrug. Natürlich ist die Welt voller Betrug, das wissen wir alle. Aber das Interessante an Kapitalismus ist, wenn man ein Gedankenexperiment macht und diesen Kapitalismus unter eine Käseglocke setzt und ihn allein nach seinen Gesetzmäßigkeiten vor sich hin prozessieren lässt, dann produziert er die Krise. So eine der gängigen Vorstellungen ist ja, die Spekulation, die schlimmen Spekulanten. Und wenn die nicht wären, dann wäre doch alles gut. Ohne Spekulation gibt es keinen Kapitalismus. Und zwar von Anfang an und ganz logisch. Alle Menschen sind Warenkäufer und Verkäufer. Und wir müssen ständig auf Markt und Preis spekulieren. Was mache ich denn anders, wenn ich beim Aldi einkaufen gehe? Und ich mache das. Warum mache ich das? Na, weil ich darauf spekuliere, dass ich für mein Geld möglichst viel bekomme. Wir sind alle gezwungen, jeden Tag zu spekulieren. Auch jeder Kredit ist Spekulation. Lateinisch Kreditum, das Geglaubte. Die Bank glaubt, dass sie das wieder zurückkommt. Mit Zinsen. Natürlich, weil jede Ware ihren Preis hat. Auch die Ware Geld. Ein weiteres Missverständnis. Ich kann doch mit Geld machen, was ich will. Geld ist doch ein vollkommenes neutrales Medium. Und wenn ich 20 Euro in der Tasche habe, dann kann ich mir einen Kasten Bier kaufen, ich kann ein Buch kaufen, kann ein Kino kaufen, ich kann doch mit Geld machen, was ich will. Nun, das stimmt ja auch auf einer gewissen Ebene, auf der Alltagserfahrung. Nur das Problem ist dann dieser Gedankengang. Ja, die Funktionsweise einer Volkswirtschaft muss sich aus dem Handeln der einzelnen Wirtschaftssubjekte erklären lassen. Auch weit verbreitet in der Volkswirtschaftslehre, man nennt das den methodologischen Individualismus, aber der kann die Funktionsweise unserer Wirtschaft eben nicht erklären, weil die Wirtschaft im Großen etwas anders funktioniert, als wenn ich einen Kasten Bier kaufe. Was ist das Problematische an diesem Plakat? Also die Forderung nach Bildung und Kultur für alle mit Sicherheit nicht. Ist mit Sicherheit nicht problematisch, sondern ist genau richtig. Aber problematisch ist die dahinter hervorscheinende Vorstellung, es sei ja einfach genug Geld da und wenn der gute Wille da wäre, dann könnte man doch das Geld einfach dafür ausgeben und dann wäre alles gut. Genau diese Vorstellung ist problematisch. Also, dass man die Milliarden, die in die Finanzmärkte gehen, doch lieber für Kindergärten, Schulen, Stadtparks ausgeben kann, der Gedanke liegt ja nahe. Der Gedanke liegt ja vollkommen nahe. Und natürlich muss man auch um mehr Geld kämpfen. Ich habe auch in der Klinik Kampagnen organisiert und mitorganisiert für mehr Geld für Krankenhäuser. Völlig klar. Muss man auch machen, weil wir leben ja im Hier und Jetzt. Nur die Frage, was bedeutet sowas auf Dauer, wenn das jetzt das ganz große Programm wäre, kein Geld mehr in die Finanzmärkte, sondern in Soziales, Umweltschutz, Gesundheit und so weiter. Ja, das würde schon mittelfristig die kapitalistische Krise weiter verschärfen. Naja, weil man mit Kindergärten, Schulen und Stadtparks halt keinen Wachstum, unendliches Wachstum und keinen Maximalprofit realisieren kann. Das verträgt sich nicht mit der Logik dieses Systems. Und deswegen können Staat und Kapital eben nicht mit dem Geld machen, was sie wollen. Und auch der Staat, von dem sich ja viele dann die Lösung erhoffen, ist vielmehr ein Teil des Problems. Weil jeder Staat, ganz egal welcher und ganz egal von wem er regiert wird, lebt von Steuereinnahmen. Geht überhaupt nicht anders. Und woher kommen Steuereinnahmen? Na, die können nur dann sprudeln, wenn die Maschine aus Maximalprofit und ewigem Wachstum sprudelt. Also muss jeder Staat diese Maschine am Leben erhalten. Das ist übrigens auch das Geheimnis dafür, dass überall da, wo die Linkspartei dann mitregiert, sie auf einmal gar nicht viel anders macht als die anderen auch. Das liegt nicht daran, dass das irgendwelche Verräter auf einmal werden, sondern weil die Logik dieses Systems so ist. Manche meinen, ach, man kann doch einfach nur die Zinsen abschaffen
Und man soll doch einfach das Produktivkapital statt Finanzkapital, das ist eine Begrifflichkeit, und dann ist doch alles gut. Und auf dem Boden dieser Gedanken sprühen dann alle möglichen Schnellschüsse, Schnellschusslösungen. Das geht dann so, 10 Minuten wird erklärt, dass wir doch alle eine gute Welt wollen, und die nächste halbe Stunde wird erklärt, naja, dann gründen wir halt einfach eine demokratische Bank. Und in der demokratischen Bank entscheiden wir dann mit Mehrheit, wofür das Geld ausgegeben wird, und dann ist doch alles gut. Und deswegen machen wir jetzt so eine Gemeinwohlökonomie und so weiter. Nun mag sowas in einer Nische auch funktionieren, aber immer nur in Nischen. Ja. Weltweit insgesamt lässt sich das Kapital nicht durch Mehrheitsbeschlüsse vorschreiben, wie es funktioniert. Und im Übrigen ist die Vorstellung, man könne einfach die Zinsen abschaffen und dann alles gut, kann nur blühen vor dem Hintergrund, dass überhaupt nicht verstanden ist, was das Kapital ist. Denn in einer Wirtschaft, in der alles zum Kapital wird und alles zur Ware wird, wird natürlich auch Geld zur Ware und muss auch Geld zu einem Preis verkauft werden. Banken sind systemnotwendig, weil sie dem sich verwertenden Kapital immer wieder Vorschuss leisten müssen für die Liquidität. Und Banken verkaufen ihre Ware, und die heißt Geld, und nichts verkauft sich ohne Preis. Und der Preis der Ware heißt Zins. Und die Trennung zwischen Finanzkapital und Produktivkapital ist höchst problematisch. Schon vor vielen Jahren sprach man von Siemens als einer großen Bank, die sich eine Elektroabteilung leistet. Das sogenannte Produktivkapital, das Funktionieren der Verwertung im sogenannten Produktivkapital, hängt schon lange von dem Finanzsektor, vom funktionierenden Finanzsektor ab. Wie man empirisch an jeder Krise nachlesen kann, jetzt auch in der Griechenland-Krise ganz deutlich merkt. Und diese oberflächliche, in meinen Augen falsche und auch gefährliche Kapitalismuskritik, die gipfelt regelmäßig in dieser Frage. Ja, Geld regiert die Welt, und das ist ja irgendwo auch auf so einer Alltagsebene auch nachvollziehbar, stimmt auch irgendwie so, und so heißt. Aber jetzt, Leute, seid doch kritisch. Jetzt fragt doch mal nach, wer eigentlich das Geld regiert. Es muss doch irgendwelche geben, die die Fäden da oben in der Hand haben und dieses System letztendlich leiten im Verborgenen. Nun sieht man hier, die 99% machen deutlich, das ist so eine Occupy-Demonstration gewesen. Nur kann man sagen, irgendwelche Spinner so am Rande und so. Nee, hier das Cover des Spiegel mit genau derselben Frage. Geld regiert die Welt, und wer regiert das Geld? Das ist eine Fragestellung, die sich durch die ganze Gesellschaft durchzieht, und die hat ganz viel mit unverstandenem Kapital zu tun. Wer nach den Herrschern des Geldes sucht, hat eben die abstrakte Herrschaft der Kapitalverwertung, diesen Kapitalismus, nicht verstanden. Und anstatt die systemischen Widersprüche zu analysieren, sucht er nach schuldigen Menschen. Und die Suche nach den schuldigen Menschen an der Krise hat schon ganz, ganz schlimme Katastrophen hervorgebracht. Und es ist nirgendwo festgeschrieben, dass das nicht wieder passieren kann. Denn in der Vorstellung, dass 1% Gierige am Elend von uns 99% Guten und Ehrlichen schuld ist, ist ein latenter Vernichtungswunsch verborgen. Auch wenn er den meisten, die diese Vorstellung teilen, noch gar nicht bewusst sein sollte. Es ist kein Zufall, dass auf einer Occupy-Demonstration, nicht auf jeder Occupy-Demonstration, aber dass auf einer Occupy-Demonstration so ein Transparent hochgehalten wird. Eine Welt ohne 1% ist nötig. Ein vollkommen logischer Gedankengang. Wenn 1% am Elend der 99% schuld ist, da muss es halt das 1% nicht mehr geben, und dann geht es uns allen wieder gut. Das haben Verdi-Kollegen gemacht bei einem Streik bei der Telekom. Die haben mit jedem Recht dieser Welt gestreikt. Die sollten gleichzeitig Lohnkürzungen hinnehmen, Arbeitszeitverlängerung und massiven Stellenabbau. So, jetzt haben welche, nicht alle, aber welche haben dieses transparent gemacht. Was sieht man da? Da sieht man eine Heuschrecke, die sich, kann es wahrscheinlich nicht gut lesen, von Aktien ernährt. Und nun ist der Wunsch, dass die starke Hand kommen möge und dieses Ungeziffer, das sich an den Börsen herumtreibt, vernichten möge. Womit? Mit Gas. Mit Gas. Mit Gas. Das ist eine Spraydose, die Gas sprüht.
So, jetzt unterstelle ich diesen Kolleginnen überhaupt nichts. Außer einem, dass sie überhaupt nicht gemerkt haben, was da in ihrer Wut aus ihrem Bauch raus unter konsequenter Umgehung ihres Kopfes in die Finger floss und zum Transparent wurde. Und dieser unreflektierte, spontane Wutbauch-Antikapitalismus, der genau ist das Problem. Und der genau war die Grundlage auch für Auschwitz. Denn in Auschwitz wurde das gierige Börsenungeziefer im Namen der ehrlichen deutschen Arbeit entsorgt. Das war die Vorstellung der allergroßen Mehrheit der Deutschen, oben wie unten. Es gibt auf jeden Fall fließende Übergänge. Ich sage nicht, jeder, der jetzt sowas macht, ist ein Antisemit. Da werden auch viele Fehler gemacht. Aber es gibt fließende Übergänge zwischen diesem oberflächlichen, personalisierenden Pseudo-Bauch-Antikapitalismus, den man auch regressiven Antikapitalismus nennen kann, und dem Antisemitismus. Ich verwende gern dieses Bild der schiefen Ebene. Wenn man auf einer schiefen Ebene ist, muss man noch lange nicht unten im Sumpf gelandet sein, aber man muss sich dessen bewusst werden, dass man auf der schiefen Ebene ist, und dann kann man auch wieder zurück. Und deswegen ist so eine Kritik auch sehr wichtig. Naja, und da haben wir ihn schon. Am Bauzaun der Europäischen Zentralbank in Frankfurt eine Demonstration von Kapitalismuskritikern. Da sieht man ihn schon mit der Hakennase und den Lippen. Die Gier nach Geld zerstört die Welt. Und man kann davon ausgehen, dass der, der dieses Bild gemalt hat, sich für einen ganz radikalen, zutiefst kritischen Kapitalismuskritiker hält. An das Leben, dritter Punkt, ja, durchaus. Und ich sehe mit Freude einige Nachrichten der letzten Jahre und der letzten Zeit. Dickes Auto, eher peinlich, bezogen auf junge Leute. Persönlich habe ich übrigens seit 22 Jahren kein so Ding mehr und lebe wunderbar damit. Wollen die auch arbeiten? Junge Beschäftigte verlangen eine neue Arbeitswelt, sonst ziehen sie weiter zum nächsten Job. Was für Ansprüche, die haben die jungen Leute. Statussymbol von gestern, Jugend findet Autos nicht mehr so sexy. Ich will nicht arbeiten. Wir arbeiten zu viel, meint Leser Tobias Häfele. Dabei gäbe es viel wichtigere Dinge als Karriere, Erfolg und Wettbewerb. Jugend und Beruf, Karriere ist nicht mehr so wichtig. Der Tag hat 24 Stunden. Idealerweise schlafen wir 8 davon. 3 Stunden gehen für unvermeidliche Dinge wie Hausarbeit, Toilettengänge, Duschen und Nahrungsaufnahme drauf. Zählt man noch Arbeitszeit und Anfahrtsweg dazu, sind mindestens 20 Stunden des Tages verschwunden. Es bleiben noch 4 Stunden zum Leben. Ich möchte, dass im Zentrum meines Lebens Dinge stehen, die ich gerne mache, die mich bewegen oder begeistern. Davon gibt es mehr als genug. Klavierspielen und so weiter und so weiter. Erfreuliche Nachrichten. Generation Relaxed übernimmt Führungsetagen. Für junge Menschen in Deutschland steht das Privatleben weit über Karriere, Geld und Macht. Stattdessen wollen sie privates Glück finden und sich verwirklichen. Wie soll dieses Berufsleben aussehen? Teilen statt kaufen, so klappt es auch. Auch interessante Nachrichten. Viertens, massive Arbeitszeitverkürzung erkämpfen. Halte ich für eine ganz zentrale Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Entweder es gelingt oder wir scheitern. Denn wir können ja heute, dank Roboterisierung, Computerisierung, weitere Verwissenschaftung der Produktion, mit so wenig Arbeit denn je so viel stofflichen Reichtum produzieren wie noch nie. Und das ist ein Prozess, der tatsächlich stündlich vorangeht. Und man kann wirklich wörtlich sagen, schon morgen werden wir mit noch weniger Arbeit noch mehr Reichtum produzieren können. Also man kann das an vielen Beispielen klar machen, hier nur 2. 1924 hat die erste Fließbandproduktion eines Automobils, das berühmte Modell T von Ford, da steckten 813 Arbeitsstunden in so einem Ding drin, also vom Reißbrett bis zur Lackierung, bis es vom Band dann lief. 2008 ist auch schon ein paar Jahre jetzt her, hat der Ford Fiesta ein bisschen kompliziert, als der Ford T noch genau 12 Arbeitsstunden benötigt. Und mit 20 Leuten konnte man schon 2010 in einem Jahr 10.000 PCs herstellen. Das heißt, in einem PC stecken noch genau 3 Stunden Arbeitszeit. Und auch diese Zahl ist schon wieder überholt. Wie kann es unter solch paradiesischen Bedingungen sein, dass wir immer länger arbeiten müssen? Das ist doch Irrsinn. Da läuft doch irgendwas vollkommen schief.
vollkommen schief. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen, die anderen sind arbeitslos. Und der größte Skandal, den dieser Kapitalismus in die Welt setzt, ist eigentlich der. Aus endlich überflüssig werdender Arbeit werden überflüssige Menschen produziert. Und diese Logik müssen wir sprengen. Da schauen wir uns mal den Aristoteles an. Auf den können sich Antikapitalisten, und zwar wirkliche Antikapitalisten, ganz gut berufen. Von dem gibt es jedenfalls das erste erhaltene schriftliche Zeugnis von einem uralten Traum der Menschheit. Seiner Politik vor 2500 Jahren schreibt er: Wenn das Weberschiffchen von selbst webte, also dieses Teil im Webstuhl, das man hin und her bewegen muss, und der Zitterschläger von selbst spielte, dieses Metallstück, mit dem man das Zitter, so. Ja, dann bräuchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Andere übersetzen die Stelle mit, dann bräuchten wir keine Sklaven mehr. Was sehen wir hier? Das erste schriftliche Zeugnis des Traums von Automation. Es müsste Automation geben. Wie viel Lebenszeit hätten wir dann für wichtige Dinge im Leben, für schöne Dinge im Leben? Millionen von Menschen haben diesen Traum geträumt. Und heute leben wir in der Zeit, wo jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erraten seine Verrichtung wahrnehmen kann. Sind denn die Roboter anders? Was ist denn der 3D-Drucker anders als die Erfüllung, wenn Aristoteles das noch erlebt hätte? Er hätte auf den Straßen getanzt und nicht nur der Aristoteles. Und deswegen massive Arbeitszeitverkürzung jetzt. Die vollkommen entgegengesetzte Richtung als die offizielle Politik und Linie ist. Die vollkommen entgegengesetzte Richtung muss eingeschlagen werden. Und sie ist möglich, weil die materiellen Voraussetzungen dafür sind da. Und ich rede von der 30-Stunden-Woche, ich rede von der 20-Stunden-Woche, ich rede von der 10-Stunden-Woche, ich rede von der Rente mit 40. Das ist alles möglich, wenn man die Systemlogik sprengt. Ich empfehle eine Seite, die ist schon ziemlich alt und sie hat auch ein grauenhaftes Design und sie hat auch mit Theorie nicht so toll, ist auch manches problematisch auf dieser Seite. Ich empfehle sie trotzdem, weil dort vor annähernd 20 Jahren schon Leute mal nachgerechnet haben, mit wie viel Stunden Arbeit wir eigentlich alle im gesellschaftlichen Durchschnitt auskommen würden, wenn wir diesen ganzen Blödsinn mit dem Geld nicht mehr bearbeiten würden. Und da hängen ja Unmassen dran, nicht nur die Finanzfirmen, ein Großteil der Justiz, ein Großteil des Staates, ein Großteil der innerbetrieblichen Verrechnung und so weiter. Das ist interessant, 5-stundenwoche.de, sich diese Seite anzugucken, das ist 15 bis 20 Jahre alt, diese Berechnung. Das ist alles im Schnellkochtopf drin. Aber dann, wenn der Schnellkochtopf richtig verwendet wird. Und wem das zu wenig ist und sagt, das ist doch alles Illusion und wie soll man denn das hinkriegen, der sei darauf hingewiesen, dass die Arbeit sowieso untergeht. Die Arbeit geht sowieso unter. Alles Meldungen der jüngsten Zeit. Technik wird jeden zweiten in Deutschland ersetzen. Künstliche Intelligenz und Roboter verändern die Arbeitswelt gravierend. Eine Studie zeigt, jeder zweite Deutsche könnte seinen Job durch den technischen Fortschritt verlieren. In Rumänien noch mehr. Genau 51,1% in Deutschland, in den USA 47% und so weiter in den kommenden 20 Jahren. Alles kommt sowieso und dann muss man es halt sozialverträglich organisieren, und zwar gegen die Systemlogik. Fünftens und letztens, und das ist in gewisser Weise das Wichtigste, wir müssen den Götzen der Finanzierbarkeit unseres Lebens stürzen. Was ist damit gemeint? Kapitalismus ist ein Gedankengefängnis, und das ist eigentlich das Fatalste am Kapitalismus. Er lässt uns nämlich glauben, dass die Welt, so wie sie eingerichtet ist, vollkommen natürlich sei und es gar nicht anders ginge, als immer nur kaufen, verkaufen das ganze Leben lang. Und aus diesem Gefängnis, aus diesem Gedankengefängnis, kann man nur ausbrechen, indem man eine ganz verrückte Frage stellt, die jedem vollkommen verrückt erscheinen muss. Und das ist die Frage.
Ja, warum sollen Bildung, Umwelt, Soziales, Gesundheit eigentlich nicht machbar sein? Bloß weil sie nicht finanzierbar sind. Kann es wirklich sein, dass unser ganzes Leben nur finanziert werden kann? Und wenn es nicht mehr finanziert werden kann, dann haben wir halt Pech gehabt. Spricht das nun gegen unser Leben oder spricht das gegen das Prinzip der Finanzierbarkeit? Und um mal zu verdeutlichen, was ich meine, an einem Beispiel. Was sehen wir hier? Schwimmbad, Sommer, Sonne, Sonnenschein, eine Stadt hat ein Schwimmbad, macht auf, die Leute, die das Schwimmbad bedienen, sind da, die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da, wunderbar. Was sehen wir hier? Eine Stadt hat, weil sie kein Geld mehr hat, weil sie es nicht finanzieren kann, das Schwimmbad zugemacht. Eine vollkommen verrückte Situation. Das Schwimmbad ist da, die Leute, die dieses Schwimmbad bedienen können, sind auch da und die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Aber weil alles durch den Flaschenhals der Finanzierbarkeit gehen muss, hat das Schwimmbad zu. Eine irre Situation. Und deswegen machen es die Leute genau richtig. Die kümmern sich nicht um die Finanzierbarkeit, die schwimmen einfach. Der stoffliche Reichtum in dieser Gesellschaft ist im Überfluss vorhanden. Er muss nur aus dem Gefängnis der Warenproduktion befreit werden. Und das ist in erster Linie ein Gedankengefängnis. Ja, wir werden schon betrogen um unser gutes Leben. Irgendjemand betrügt uns um das gute Leben. Aber wer ist das? Das sind wir selbst. Und das sind wir selbst genauso lange, wie wir glauben, der Kapitalismus sei vollkommen alternativlos und etwas ganz Natürliches. Dann leben wir eben in einer Gesellschaft, wo halt dann irgendwann die Bahnen nicht mehr fahren und die Infrastruktur nicht mehr funktioniert, aber wir dürfen uns freuen, weil wir damit die schwarze Null finanzieren. Das kann doch keine Perspektive sein. Ich empfehle es, mit dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu haben, der sagt, ist erst das Reich der Vorstellung revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht mehr stand. Also revolutionieren wir unser Reich der Vorstellung. Und tun wir dem Herrn Zimmermann und anderen führenden VWLern den Gefallen und werden wir mentale Luftverschmutzer und geistige Totengräber dieser Wirtschaft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.